Heißt das, wenn ich Querformat habe oder muss ich Hochformat? Nein, Querformat ist super. Nur quer bist wer. Ja, von Schieber nach. So, dann lege ich in dem Fall einfach mal los. Also ich kann in dem Fall wirklich nur sagen, wow, das ist einmal ein Stammtisch, nicht nur prominent, sondern auch voll besetzt, aber ist auch kein Wunder, denn unser Promi ist Weltmeisterin, Super-G 2017, St. Moritz, Abfahrts-Weltcup-Siegerin 2018, 2019, Stockerlplätze im Weltcup Junioren, Weltmeisterin doppelt sogar. Das alles und noch viel mehr. Also Stockerlplätze hat sie natürlich im Weltcup auch ohne Ende geholt. Soweit ein Auszug aus dem sportlichen Leben von Niki. Und Niki, wenn ich gleich bei dir bin, vor allem bist du aber als Person unglaublich sympathisch und authentisch, so wie die zumindest einmal kennengelernt. Und im Prinzip kann man sagen, bist du als Mensch so, wie du Skifahrst, nämlich immer geradeaus? Ja, danke. Ja, ich bemühe mich. Große Drumherum reden braucht man, glaube ich, alle nicht. Sagen, was Sache ist. Ich bin auch immer gern auf der Seite, dass ich weiß, wo ich stehe, und auf der anderen Seite natürlich so gern, was man denkt, das passt gut. Cool. Danke übrigens und somit auch herzlich willkommen beim Promi-Stammtisch. Ich hoffe, du hast es gemütlich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe es auch gemütlich gemacht für die nächsten 3 Stunden. Gut, ich wollte nämlich gerade sagen, wir haben interessante Menschen dabei, die, glaube ich, sehr viele Fragen haben. Ich denke mir übrigens, wenn wir schon an einem Stammtisch sitzen, dann wollen wir doch wissen, mit wem. Wie schauen wir aus? Die Niki kennen wir, aber machen wir vielleicht einmal so eine kleine Vorstellungsrunde, nämlich wer ihr seid und von wo. Ich möchte beginnen, nur das ist am Monitor oben, so wie es bei mir eben aufscheint. Ich möchte mit dir beginnen, Nina. Jetzt haben wir die. Nina, wir würden voll gerne hören, wer du bist und von wo. Geht's jetzt? Yes. Okay. Also ich bin die Nina, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Leoben in der Steiermark. So, Gerd, machen wir mit dir gleich weiter. Wenn ich das mit dem harten Tee bin, ich bin der Tiroler. Bin mit meiner Frau Christine hier am Tisch. Wir reißen ein bisschen den Altersdurchschnitt in die Höhe, weil es sind Pensionisten. Aber umso länger sind wir schon eben Fans vom Skifahren allgemein und von der Niki ganz besonders. Und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Anja, vielleicht mit dir weiter. Ja, also ich bin die Anja, ich komme aus Weiz und neben mir sitzt mein Neffe, der Kilian. Und wir sind auch große Fans von der Niki. Das schaut nicht, gell? Wenn wir schon mit der Niki an einem Tisch sitzen. Weiter zur Kerstin. Hallo, ich bin die Kerstin, ich komme aus Graz und ich bin 42 Jahre alt. Dankeschön, Kerstin. Weiter mit der Katrin. Ja, ich bin die Katrin. Neben mir mein Bruder, der Florian. Ein großer Fan vom Skifahren auch. Kennt den Kilian auch. Und wir sind aus der Gemeinde Ilztal. Das ist in der Nähe von Gleisdorf. Auch dort findet man Skifahrer, gell? Somit weiter in der Runde zum Stefan. Hallo, ich bin der Stefan. Ich komme aus Kamlitz. Und ja, ich bin auch ein großer Niki Schmidhofer-Fan. Sehr cool. Und haben wir noch und wenn ich sonst niemanden vergessen habe, dann würde ich sagen, fehlt noch der Michael. Genau, also ich mache das Open End. Also ich bin der Michi, ich komme aus der schönen Landeshauptstadt Graz und bin 34 Jahre alt, wie man es am Leiberl erkennen kann. Natürlich schwarz-weiß bis ins Herz, bis ins Blut, aber und natürlich muss man natürlich als Schwarz-Weißer die Niki natürlich anfeiern und natürlich auch ein Fan. Was für eine Überleitung, ich glaube, Niki, ich glaube, da habt ihr was gemeinsam. Gewaltig, ja. Schwarz-Weiß. Das sind die Farben, die mir im Herzen tragen. So ist das. Ich würde sagen, wir wollen die Zeit heute nutzen bei unserem Promi-Stammtisch mit der Niki, um so ein bisschen ins Plaudern zu kommen. Wer noch kein Getränk hat, der Ober geht dann gleich mal durch und fragt euch. Niki, dein letztes Foto auf Insta, das ich gefunden habe, war in Schwarz-Weiß, wenn wir schon bei den Farben sind. Also nicht zu erkennen, wie braun du genau warst, als du aus dem Urlaub zurückgekommen bist. Ich würde sagen, Urlaub ein klassisches Stammtischthema. War gut? Ja, danke, war sehr gut. Viele Möglichkeiten gibt es in der Jahreszeit, die haben mir die letzten Jahre nie damit beschäftigen brauchen, wo ich im Jänner mal auf Urlaub hinfahren oder hinfliegen werde. War super, war eine gute Auszeit, weg vom Skifahren, weg von den ganzen Rubel-Trubel, was die letzten Monate und Wochen waren. Und ja, sehr, sehr erholt zurückgekommen, danke.
So, also egal ob die letzten Wochen oder die Zukunft, ich weiß ja schon, welche Fragen ihr alle habt. Ich sage, den Mutigen gehört die Welt. Also wer möchte, darf gerne einmal loslegen. Ja, dann würde ich starten, weil ich glaube, die Frage, wo die ganze Karriere angefangen hat. Weil ich würde gerne wissen, wie du zum Skifahren gekommen bist und wann das war. Ja, meine Eltern haben eine Skihütte am Lachtal. Mittlerweile gehört zu meiner Schwester, das ist Kap Johannes. Also mir ist eigentlich gar nicht viel besonders überblieben. Ich bin direkt auf der Skipiste aufgewachsen. Das heißt, ich gehe bei der Haustür raus und bin wirklich sofort auf der Piste gestanden. Es war mir manchmal ein bisschen langweilig am Nachmittag und ich habe dann das Glück gehabt, dass der Mann von unserer Köchin, der Hans, sehr skiaffin war. Und da habe ich gesagt, Niki, möchtest du ein bisschen Skirennen fahren? Und ja, natürlich, ich bin ja für alles zu begeistern. Und ja, so hat das Ganze angefangen. Also Skifahren gelernt habe ich mit 2,5. Mit Rennenfahren habe ich eigentlich spät angefangen. Die meisten fangen mit 6, 7 an. Ich bin dann im März schon 10 geworden, wie meine ersten Rennen gefahren bin. Und ja, ich habe in Hans sehr, sehr viel zu verdanken. Der ist leider vor 2 Jahren verstorben. Der war mit mir viel unterwegs und ja, hat in mir das Feuer für das Skifahren eigentlich entfacht. Mir war das selber eigentlich gar nicht so bewusst. Für mich war auch Skifahren jetzt nicht oder Profisportler nicht mein Ziel. Ich wollte immer Masseur oder Physiotherapeutin werden. Möchte im Anschluss von meiner Karriere noch in die Richtung was machen. Ja, so hat sich einfach sehr, sehr gut ergeben. Ich muss auch sagen, mein größter Vorteil war mal A, dass ich direkt im Skigebiet aufgewachsen bin und B, dass ich nie müssen habe, ich will immer dürfen. Also meine Eltern haben mich unterstützt, wo es gegangen ist, aber es hat nie gesagt, Niki, du musst jetzt Skifahrer werden oder sonst was, sondern ich habe das einfach aus Spaß und Leidenschaft gemacht. Und ja, so ist ein Step nach dem anderen gekommen. Also wenn du mit 15 vorgestern ob ich Profisportler werden will, hätte ich dort auch noch immer gesagt, nein, ich tue gerne Skifahren, aber eigentlich möchte ich Masseurin werden. Also ja, oft einmal spielt das Leben andere Stücke und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es so entwickelt hat und so ergeben hat. Ich glaube, dass der Kilian und der Florian gerade mit solchen Riesenohren zugehört haben, weil die fahren ja beide Ski und auch schon Rennen, glaube ich, oder? Ja. Ich habe mit 2,5 angefangen zum Skifahren. Und jetzt bei den Steirischen voriges Jahr habe ich gesamt gewonnen. Da hat sich der Kili leider wieder. Ja, ich habe ja auch wieder kurz vor den Steirischen der Kili wieder leider. Ich habe einen Riesendorlauf gut gewonnen eigentlich und Slalom Dritter. Bei dem Kombi-Race bin ich nachher ausgefallen. Ja, und jetzt noch. Übernächstes Wochenende ist nochmal in der Turner. Ja. Gratuliere, ich sehe jetzt noch voll mit den Nachwuchsstars erst. Wahnsinn. Gratuliere, coole Sache. Okay. Es sind ein paar Pokale. Kilian, hast du noch einen Fuß gebrochen? Ja. Hast du von mir mal ein Video gekriegt? Ja. Ah, da sind wir sehr gefreut drüber. Ja, kennen wir aus. Ich habe nämlich dann ein Video gemacht für ihn, wie er es auch geschaut hat, das erste Mal. Genau, habe ich gekriegt, danke. Ja. Das ist schon cool. Ja, schau, so klar ist die Welt und jetzt sitzt man am Stammtisch mit zwei. Ja. Wie läuft es jetzt mit der Verletzung? Jetzt geht es eigentlich schon wieder. In 2 Wochen kriege ich dann die Schiene wieder runter und dann wäre ich wieder und dann wird schon wieder kein gut. Greifen wir wieder auch in der nächsten Saison, oder? Ja. Okay, super. Alles Gute von uns auch. Danke. Du schaffst das. Wer will was wissen? Wer will die nächste Frage stellen? Ja, dann mache ich gleich weiter. Wie es der Zufall will, ich bin Masseurin. Und meine Frage ist, wie schaut bei dir so generell Training aus? Wie läuft der Sommer eigentlich ab bei dir? Also wie ist da mit Trainings oder Kondiaufbau oder Krafttraining? Keine Ahnung, wie läuft sowas ab oder wie schaut sowas aus bei dir? Also wenn jetzt alles normal läuft, nicht so wie es jetzt gerade ist, sondern normal läuft, mache ich meistens im April 2 bis 3 Wochen Pause. Und mit Anfang Mai fängt das Konditionstraining an. Wir machen zuerst einen Ausdauerblock 3 bis 4 Wochen, dann wird das Krafttraining dazu genommen,
Dann schwenken wir um auf Kraft- und Konditionstraining, Koordinationstraining, Entschuldige. Das dauert circa so etwas Mitte August und dann geht bei uns das Skifahren schon wieder los. Also meistens so um den 20. August, dass wir irgendwo in Italien oder in der Schweiz am Gletscher gehen. Wenn normale Jahre sind und nicht so wie die letzten zwei Jahre von Corona-Verhältnissen und so, fliegen wir dann 3 Wochen nach Chile im September und kommen dann Anfang Oktober zurück, also schon fast in den Winter zurück. Dann sind nochmal 2 Wochen Pause und dann geht es eigentlich durch bis Mitte April bei uns mit Skifahren. Die Sommer sind kurz, im Prinzip sind es 3,5 Monate, wo man sich konditionell auf das vorbereiten kann, was im Winter wichtig ist. Ich habe es früher nicht geglaubt, aber es ist eine Tatsache. Im Sommer werden die Wintersportler gemacht, das ist so. Je besser, dass du konditionell und körperlich benannt bist, desto mehr kannst du natürlich trainieren. Es dauert seine Zeit, dass man auf ein gewisses Niveau kommt, aber es erleichtert einem dann vieles im Winter, auch was Reisen betrifft, also so Jetlag und so. Oder in Amerika, wenn du auf 3000 Meter trainierst, in Chile auf 3000 Meter. Also, da ist es schon vom Vorteil, wenn du ein bisschen besser benannt bist, vor allem im Ausdauerbereich. Ist bei mir ein bisschen das Manko. Ich bin ein kompletter Krafttyp, also mir fällt Ausdauertraining schwer und ich muss extrem viel machen, damit es besser wird. Aber jetzt bin ich in der Nöte, wo ich sagen kann, ich habe es ganz gut in den Griff und ja, so ungefähr schaut der Sommer aus. Natürlich immer wieder Therapieeinheiten dazu, 1 bis 2 Mal die Woche am Massagetisch von meinem Physio oder von meiner Masseurin, damit man die Muskeln auslockern, damit man wirklich das Beste rausholen können im Sommer. Ist das gut beantwortet oder gibt es noch Fragen dazu? Danke, super, danke. Ja. Ist jetzt so eine Wild-West-Situation, wo soll ich mit den Klonen im Waffen stehen und jeder Wort bis er nicht zirkt und dann. Bitte, nächste. Ja, aufzeigen, das taugt mir. Los geht's. Die gehen in der Schule. Jetzt nicht, Schule ist aus. Also, 2 Fragen eigentlich. Wie ist dir im Kinder-Schüler-Bereich gegangen? Hast du da alles gewonnen oder nicht? Oder bist du im Kader gefahren? Das war nicht so zum Erzählen. wie ich schon gesagt habe, also für mich war Skifahren Spaß. In erster Linie mit meinen Freunden, also wir waren im Verein dann 8 Kinder, ich bin ein 89er Jahrgang bis zum 96er Jahrgang, also wirklich sehr bunt durchgemischt. Ich bin ganz gut gefahren für einen Bezirkscup. Gesamtwertung hat es gleich einmal gereicht. Das war in meinem letzten Schülerjahr, also im Schüler-2-Bereich. Ich bin auch erst in Kinder, also mitten in der Saison vom Kinder 2 eingestiegen beim Rennen fahren. Also ich bin dann erst richtig Rennen gefahren, wo ich Schüler 1 gefahren bin. Und da ist man dann auch schon steiermarkweit unterwegs. Steiermarkweit war ich bei den ersten 5 dabei, also für ganz vorne hat es eher selten gereicht. Ich habe nur 1 Schüler-Cup-Rennen gewonnen. Aber in Turnau, und ich weiß sogar meine Zeit, das war 54.00, der Riesendorlach. Ich war jetzt sicher nicht zu den Besten gehört. Ich habe eine normale Schule gemacht, eine normale Hauptschule, eine normale Fachschule, eine Mura. Die anderen sind schon alle in Schladming gewesen, also die haben da ein bisschen andere Ausbildung schon genossen zu der Zeit. Ich bin heute auch noch nicht die Größte, ich war damals einfach auch körperlich ein bisschen unterlegen in anderen Dirndl, also da waren schon Mädels dabei mit 1,70 Meter und da bin ich halt mit meinem 1,57 Meter vom Gewicht her, hast fast keine Chance, es sind ja teilweise doch sehr flache Hänge, du tust ein bisschen schwer. Mhm. Aber ich kann sagen, ich habe nicht zu den Besten dazugehört in der Zeit, aber ich war immer knapp dran und ja, wie gesagt, für mich war einfach das Wichtigste, dass mir viel Spaß gemacht hat. Okay. Wie es dann drum und drauf angekommen ist, bin ich ja in den Landeskader gekommen im letzten Jahr, bevor die FIS-Rennen losgekommen sind. Das ist ja alles jetzt ein bisschen später, glaube ich, vom Jahrgang her. Ich glaube, erst ein Jahr später, wo du international fährst, das ist bei uns noch war. Und da bin ich dann in den Landeskader gekommen, habe mehr Trainings gehabt, habe im Herbst eine Vorbereitung gehabt. Also das hat es bei mir damals nicht gegeben. Wir waren einmal Nationalfeiertagswochenende am Gletscher und ansonsten sind wir nur zu Hause trainiert. Also sag ich mal, der Aufwand, was betrieben worden ist bei uns, war relativ gering. Konditionstraining habe ich auch nicht gekannt, bis ich 14 war. Weil, wie gesagt, es war für mich einfach nur Spaß und ein bisschen Fußball spielen im Sommer und viel mehr war es damit. Okay, und welche Skimarken bist du da gefahren? Ich bin bis zur WM in Schladming 2013 Atomic gefahren. Und danach habe ich mich ein bisschen unrühmlich verabschiedet. Dann habe ich auf Fischer gewechselt. Okay.
Wir haben übrigens jemanden Neuen in der Runde, gell? Der Gerhard, Gerhard Geisberger. Ich darf es in dem Fall nur kurz machen, also übernehmen, dich vorzustellen, weil er hat gesagt, er muss arbeiten und er ist länger sozusagen. Wir sehen ihn noch nicht, Gerhard. Vielleicht schaffen wir es noch irgendwie, dass wir dich auch sehen. Er hat gearbeitet bis jetzt, ist auch großer Fan und hat mit Sicherheit dann auch nicht nur Spaß beim Zuhören, sondern auch beim Fragen stellen. Wenn du es technisch geschafft hast, Gerhard, das würde ich sagen. Jetzt sind wir natürlich schwerst nervös, werden es da erwartet, aber erstens einmal schön, dass du da bist und zweitens einmal, ich sage, machen wir inzwischen dann einfach einmal weiter mit den nächsten Fragen. Ja, und eine liebe Grüße von der Nicole, wie? Basel Nicole, weiß nicht, ob es noch heißt. Basel Nicole, danke. Ja, wir fahren in ihren, also wir fahren in ihren Verein. Ihr Papa ist der Obmann von unserem Verein. Ja, sagt Katrin Hofmeck. Ja. Ja, cool. Sagst du eine schöne Grüße auch von mir. Wobei, ich telefoniere mal mit dir so eigentlich. Ich hab schon einen coolen Obmann, der ist so richtig dahinter, ein richtiger Skifreak. Ja. Ein Wengel, gell? Mhm. So, dann schließe ich einmal die nächste Frage einmal. Wie ist der Leidenschaft zu Sturm gekommen? An Tal war es ja schon, dass es, wie du damals einmal gesagt hast, bei einer Veranstaltung, dass immer die Legenden eigentlich immer zu euch aufgekommen sind. Aber wie ist deine persönliche Leidenschaft eigentlich für Sturm gekommen? Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, als Kind noch sehr, sehr gern und viel Fußball gespielt. Und ich weiß gar nicht, die haben uns da mal mitgenommen in den Stadion. Mein Onkel ist eigentlich GRK-Fan, also das war ja früher der Fußball eigentlich. Und wir waren da beim Derby zuschauen und nein, die Roten, das geht einmal auf keinen Fall. Und wir haben dann auch, ich weiß gar nicht, wo wir die so Dressen hergehabt haben, wir haben dann schon Sturmdressen gehabt. Und ja, dann hat es eigentlich nur mehr Sturm Graz gegeben. Das ist dann so mit 7, 8 entstanden und natürlich, wie die Legenden am Lachte waren, ganz was Besonderes. Also ja. Ist einfach bis heute so geblieben. Es war dann zwischendrin so, dass ich ein bisschen weniger mit Fußball zu tun gehabt habe, weil ich selber nicht mehr spielen habe dürfen und sollen, aufgrund vom Skifahren. Und wenn ich dann was nicht machen darf und soll, dann ist es natürlich schwierig, dass man es auch schaut, wenn man es selber gerne macht. Aber es ist dann das Ganze wieder zurückgekommen. Ich bin auch immer wieder mein Stadion und ja, großer Fan. Auch in Zeiten, wo es manchmal nicht so gut läuft, jetzt ist es ja wieder besser. Hat ja zwischendurch ziemlich zache Zeiten gegeben, muss ich sagen. Aber ja, gemeinsam durch die Kontin, das hilft ja nicht. Ja, du bist jetzt ja seit kurzem eine Inklusionsbotschafterin oder irgendwas, glaube ich. Oder von Verein? Ja, wir versuchen natürlich Sturm Graz draußen zu tragen, was ich ja sehr gern mache. Ich bin früher sogar meine Rennen bis zu den FIS-Rennen immer mit einem Sturm Graz unter vom Rennanzug gefahren. Das ist jawohl. Gegangen, weil man natürlich auf die Aerodynamik achtet und ja, nirgends da fällt und nichts sein darf. Und ja, das ist dann ein bisschen abgekommen, aber das war lange auch ein Glücksbringe für mich. Ja, ich trage natürlich Sturm Graz sehr gerne nach draußen. Sehr cool. Du, Nick, jetzt hätte ich eine Frage. Du wirst da denken, warum ich dich das frage. Ist die 13 eine Glückszahl von dir? Die 13? Ja. Weißt du, warum ich das frage? Warum ich nach der 13 frage? Kannst du es dir vorstellen? Ja, weil halt viele die 13 nicht als Glückszahl sehen. Also ich bin weil 2013 bist du das erste Mal auf einem Podest gestanden. Weißt du das noch, wo das war? Ja, im Jänner, in Cortina. Ja, genau. Das ist uns in Erinnerung geblieben. Und jetzt kommt die 13 noch einmal ins Spiel. Und 13 Jahre später ist wieder am gleichen Ort ein Ereignis, ein großes. Die Olympischen Winterspiele in Cortina, am gleichen Ort. Denkst du, dass du da dabei bist oder dabei sein willst oder was hast du da für Pläne? Eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt noch einmal vier Jahre ist eine lange Zeit. Ich glaube es eher weniger, weil ich glaube, dass man irgendwann, so wie jetzt, ich wäre jetzt 33 im März, das letzte Jahr hat mir sehr viel Substanz gekostet. Also wenn ich jetzt alles noch reinhaue, denke ich, dass ein, zwei gute Saisonen noch möglich sind. Ich glaube, dass man als Frau, ich werde dann 37 zu der Zeit, irrsinnig schwierig sein wird, da mithalten zu können mit den Jungen. Also
Ich glaube, dass man, bei den Herren ist es, glaube ich, ein bisschen leichter, in hohem Alter noch schnell Ski zu fahren. Ich glaube, bei den Frauen ist es dann mit 35, 36 schon so am Limit, wo man sagen muss, eine ganze Saison Vollgas zu geben, wird fast nicht möglich sein. Also wir haben es bei der Liz gesehen, die Liz ist gefahren bis 37 war. Sie hat immer wieder sehr gute Rennen gehabt in den letzten Jahren, aber so für ganz vorne und eine ganze Saison konstant voll durchzubuschen, ist dann fast nicht mehr möglich. Also es ist auch eine körperliche Frage und Voraussetzung, was, glaube ich, da eher im Raum steht. Also es hat nichts mit Können und Wollen zu tun. Natürlich letztes Jahr die Weltmeisterschaft, das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, dass ich dort nicht dabei sein kann, das war richtig zart. Aber ich glaube, dass es körperlich nicht möglich sein wird, dort richtige Top-Leistungen den Jungen gegenüber zu bringen. Darf ich dazu noch eine ganz persönliche Frage stellen? Ja. Ist da irgendwas in Sachen Familienplanung, was dich davon abhält, das zuzusagen? Gibt es da schon? Das ist jetzt zurzeit überhaupt kein Thema, weil ich sage immer, Skifahren kommt für mich an erster Stelle und dann kommt der Rest, also dann kommt meine Familie und alles drum und dran. Ja. Ich gebe alles für Skifahren und solange ich Skifahren werde, ist das natürlich kein Thema. Ich werde da, wenn ich bis 5, 36 fahre, glaube ich, nicht sofort ein Kind kriegen, weil ich dann einfach einmal um die Welt reisen möchte. Und von der Welt also ich sehe viel von der Welt, man stellt sich das immer so großartig vor, wie Skifahrer sind so viel unterwegs. Ich erkläre es immer gerne so, dass vor allem für die Steirer, du landest in Graz am Flughafen, fährst dann ein Skigebiet von mir aus Lachtal oder am Kreisberg, bist dann dort 3 Wochen, fährst wieder am Flughafen und fliegst nach Hause. Also passiert relativ wenig, außer die Skipiste und vielleicht den Ort, wo man gerade ist. Und ich bin sehr gerne in Amerika, mir gefällt das Land gut, mir gefällt Kanada sehr gut. Ich war mal in Neuseeland, das war großartig. Und das ist was, was ich nach meiner Karriere, bevor ich Familienplanung dann angehe, auf jeden Fall machen möchte, ist nur mal viel von der Welt zu sehen. Okay. Danke. Und du musst ja dann auch mit Sturm natürlich, ne, die ganzen Champions League Auswärtsspiele, die musst du dann auch besuchen. Du hast dann richtig Zeit, dass du die Städte anschaust. Ach so meinst du. Ja, du hast gesagt, könnte ich mal eine Masseursbildung machen und in die Jungs die Wahlferien richten und dann ging das schon wieder unter an, gell? Zukunftsplanung. Wenn du Reiseleiter brauchst, dann sagst du es uns, gell? Ich bin zur Verfügung. Also ich freue mich, Niki, wenn du mitfährst, einmal auswärts irgendwo hin. Ja, wenn ich noch mal irgendwann Zeit von sehr gern. Schau ich mal gerade zu euren Fragen an. Haben alle schon ihre Fragen einmal gestellt? Ich nenne es einmal in der ersten Runde, wenn es überhaupt so genannt werden soll. Oder ist jemand seine Frage noch nicht? Ich war noch nicht, nein. War ein guter Zeitpunkt, Nina. Ja, also meine Frage war eigentlich, wie sich das so anfühlt, wenn man oben im Stadthaus steht. Ob das einfach ist, dass man das ausblendet, dass jetzt eigentlich Tausende von Leuten was erwarten oder wie, ob man da mit den Jahren halt reinwächst? Ja, du sagst das schon richtig. Also, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Lettland-Lisbon Abfahrt am Start gestanden bin. Da war schon so mit, hast du ein bisschen eine höhere Nummer, ich glaube 33 habe ich gehabt, mit so, ob jetzt die Übertragung etwa noch ist oder ob sie noch 30 aufgehört haben zum Übertragen. Sehen meine Eltern mich jetzt und dann irgendwo, ja, wenn sie das übertragen, sehen wir nicht nur meine Eltern, sondern ganz schön viele Leute in Österreich. Gell? Mit der Zeit denkst du über das nicht mehr nach. Aber am Anfang hat mich das schon ein bisschen beschäftigt, muss ich sagen, weil du sehr viel angeredet wirst, ja, noch nicht, noch mehr, wenn du nicht gut fährst, also wenn du gut fährst, witzigerweise. Und du hast richtig gesagt, man wächst ein bisschen rein. Es ist am Anfang was für mich ein großer Druck, dass mich so viele Leute beim Skifahren sehen, weil davor sieht dich eigentlich niemand und dann zwischen 800.000 und 1,2 Millionen nur im ORF. Das wird doch auch in Italien, Schweiz überall übertragen. Der Druck wird, wenn man dann wieder erfolgreich ist und in den ganzen reinkommt, natürlich größer, aber am Start, da konzentriert man sich dann nur mehr auf Skifahren. Also das ist, glaube ich, also für mich war es halt einfach am Anfang, weil es sehr viel neu war, und alles drum und dran, aber mittlerweile versuchst du in dem Moment einfach bei der Sache zu sein und das ist Skifahren. Also auch nicht über Platzierung nachzudenken oder welches Rennen das heute ist, wie wichtig das Rennen ist.
man kann sie ganz selten ganz wegschalten. Jeder weiß Olympia WM, das ist etwas Besonderes. Oder wenn du um die Kugel fährst, da gibt es halt sehr entscheidende Rennen, wo du weißt, heute muss es passen, sonst schaut es schlecht aus. Das allein macht Druck genug, da ist dem, was du dir selbst auferlegst, weil du weißt, das ist jetzt deine Chance, das ist deine Möglichkeit. Heute ist der Tag vielleicht in deinem Leben. Das macht dann Druck genug. Danke. Ich hätte auch eine Frage, und zwar, wie war eigentlich der Kontakt mit, ich nenne es jetzt einmal, deinen Mädels in Peking? War das auch zu nächtlicher Stunde dann aktiv? Also habt ihr da euch aktiv ausgetauscht? Ja, ich habe hin und wieder mit der Conny telefoniert, nach den Rennen vor allem. Auch davor schon, weil es mich natürlich interessiert hat, weil jeder von dem speziellen Schnee geredet hat. Und ich konnte ja gleich sagen, Niki, sei froh, dass du nicht da bist. Das wäre für dich nie nichts gewesen. Es ist so hart, es ist so eigenartig. Jeder hat ein bisschen Probleme, der was einmal was beim Knie gehabt hat. Das Knie muss sich an den Schnee gewöhnen. Also, so eine Aussage habe ich auch überhaupt noch nie gehört. Von dem her hat es mir das ein bisschen leichter gemacht, emotional nicht dabei zu sein. Und ja, natürlich hinterfragst du, wie ist das, wie läuft das ab, wie ist es organisiert. Also im Großen und Ganzen war es gut organisiert, es war teilweise besser, als wie es manchmal ein paar andere Olympischen Spiele war bei den letzten, wo die Conny und ich halt auch schon dabei waren. Essen ist in Ordnung, das ist immer was, was ich die letzten Jahre ein bisschen kritisiert habe, dass das Essen teilweise nicht so gut war. Es war aber dieses Mal in Ordnung. Ich meine, ihr habt es alle gesehen, das war alles so komisch abgeteilt und so, aber im Großen und Ganzen kein Problem, alles gut geregelt. Die Tieren haben sich recht wohl gefühlt dort und ja, schade, dass das am Ende in der Abfahrt zum Beispiel nicht für ein bisschen mehr gereicht hat. Der Super-G war ja gewaltig. 3 und 4, wir wissen, 2 und 4, wir wissen, mit 4. kann man sich nichts kaufen, aber sie haben sich sehr gut geschlagen. Und in der Abfahrt, glaube ich, sind wir definitiv unter Wert geschlagen worden. Hat auch nichts mehr so. Ja, definitiv, ja. Übrigens, Gerhard, hi, wir sehen dich. Ich hoffe, du uns auch. Aufkommen. Ja, erst dann sehe ich euch. Jetzt bin ich aufgekommen, wie das funktioniert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und uns zu dir, weil du bist ja jetzt quasi, den Platz haben wir noch gehabt am Stammtisch für dich. Ich habe keine Ahnung, brennst du schon quasi darauf, deine Frage loszuwerden? Wäre eine Möglichkeit? Ja, schon auch, ja. Und zwar, ich bin beruflich Taxi und Krankentransport. Und ich bin da in Lebach beim Krankentransport und beim Taxigeschäft. Und da habe ich mitgekriegt, dass du ja in Doppelboot stationär warst. Und ich hoffe mal, dass dir wieder so weit gut geht. Und da wollte ich auch fragen, wie es dann weiter die Zukunft geplant hast, dann eigentlich, weil ich habe da ein bisschen wenig mitgekriegt, weil ich jetzt später vom Orden aufgehört habe. Und dann wollte ich auch sagen, bin ich mit euch gefahren in Doppelboot vom Krankentransport und die haben alle gesagt, also wie lässig, dass es mit dir war. Und du hast immer beim Kartenspielen und so gewonnen und so. Also, die haben gesagt, du kriegst immer fort. Ja, erstens mit. Immer habe ich nicht gewonnen beim Kartenspielen. Also, aber wir haben es recht lustig gehabt. Also, das war Doppelboot, ist sehr speziell, ja. Also ja. Das Beste drauf war, da war ich nur die Niki, so wie jeder andere. Also ich war einfach ein Patient dort. Und nicht wirklich die Skifahrerin. Am Anfang waren ein bisschen Berührungsängste und so da, aber es hat sich dann gleich mal erledigt gehabt, wie sie gesehen haben, dass ich eigentlich doch mit ihnen rede. War eine spezielle Zeit, war lässig, habe jetzt auch noch Kontakt zu ein paar Patienten, mit dem ich gemeinsam unterwegs war, aber auch noch mit meinen Therapeuten Kontakt, weil ich einfach sehr, sehr dankbar bin in jegliche Richtung. Also meine Therapeuten, die mir weitergeholfen haben, die Leute, mit denen ich viel unterwegs war, die was wir am Nachmittag und den Abend, wo wir sehr viel Spaß gehabt haben. Es ist, wenn du 8 Wochen bist, schon wichtig das Umfeld und das war richtig gut dort. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, was. Ich habe mich sehr wohl gefühlt dort und ihr wisst es überall, wo man sich wohlfühlt, wo man Spaß hat, ist man recht gerne. So war es auch in Doppelboot, also ich würde da sofort wieder hingehen. Ich habe da sehr viel gelernt für mein weiteres Leben. Für mich war meine Verletzung das Schlimmste, was man gerade in dem Moment haben kann irgendwie. Und wenn du dann aber dort bist, siehst du mal, welche Schicksalsschläge das noch gibt. Also ich habe ein mega Glück gehabt, dass mein Unterschenkel dran ist, das weiß ich. Und ich bin den Ärzten und allen sehr, sehr dankbar, dass es so super funktioniert hat.
Weil die erste Person, was mir dort entgegengekommen ist, ist jemand ohne Unterschenkel gewesen. Also das war schon ein wahnsinniger Flash in dem Moment, muss ich sagen. Und das war aber dann so cool, weil wir haben uns immer wieder getroffen, wie der dann die Prothesen gekriegt hat und alles. Und wir haben uns da gegenseitig dafür gefeiert, was der andere jetzt kann. Ja? Also wie er die Prothesen gekriegt hat zum Gehen lernen. Zuerst noch mit Krücken und dann ohne Krücken. Da habe ich gesagt, Wahnsinn, wie schnell du das und das lernst. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, na, am Tag so, jetzt hast du auch endlich einmal die Krücken weg da oder nochmal die Schiene weg da. Also das ist eine richtig coole Synergie gewesen allgemein mit den ganzen Leuten dort, wo sich jeder für den anderen freut. Also, wir haben dann jemanden dabei gehabt, der hat sich endlich nach 3 Wochen selbstständig Socken anziehen können. Und wir haben das echt auf der Nacht mit einem Glas Wein gefeiert, wo wir einfach sagen, endlich, jetzt kannst du dich so weit bewegen und so weit was machen, dass du endlich auch noch Socken anziehen kannst. Also was für uns alle ganz selbstverständlich und normal ist, ist da teilweise nicht normal. Und ja, war eine spezielle Zeit, denke ich trotzdem gern zurück und bin einfach dankbar, das so gut mitgebracht zu haben. Ja. Super. Das ist also Hut ab davon, also das ist ein Wunder. Ja. Ich war eh kein Doppelboot eben durch den beruflich eben und bin auch früh in Doppelboot unterwegs und da sind ja relativ früh auch. Ja. Ich crash einmal quasi die nachdenkliche Stimmung mit dem Wort Schlagzeug. Wie schaut es eigentlich aus aktuell mit Schlagzeugproben für den Musikverein Lachtal? Hast du Zeit? Ja, ich habe Zeit und am Samstag ist es endlich soweit. Es gibt wieder Musikprobe. Ich freue mich riesig. Gestern ist die WhatsApp gekommen. Nur mit den Skills schaut es nicht so gut aus. Also ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Vielleicht überlege ich es mir, dass ich einmal eine Stunde früher dort bin, einmal ein bisschen wieder spielen. Aber ich freue mich aufs Musikspielen und natürlich aufs Gemeinsame, aufs Zusammenkommen. Und doch viele, so wie jeder von uns alle, viele Leute schon lange nicht mehr getroffen und auf das freue ich mich jetzt am Samstag. Darf ich da eine Frage dazu stellen? Denk hast du deine Trommelschläge gekriegt vom Hutterkorn? Vom Joe? Vom Joe? Vom Joe, vom Therapeuten? Ja, ich habe welche gekriegt von mir, also vom Mann. Ja, die waren für uns. Ist ein Flo, sein Servicemann. Der hat dich gemacht. Ja, schöne Grüße, vielen Dank. Ich war erstaunt, dass es so coole dunkle Schläge gibt. Die habe ich noch aufbewahrt, die habe ich noch nicht angefasst. Aber die anderen habe ich ausgepackt zum Spielen. Leider zu wenig in den letzten Wochen und Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, schöne Grüße und danke nochmal dafür. Okay. Riecht mal aus. Aber das richtig sehen, es ist eigentlich ein Blasmusi plus du, oder? Nein, es ist die Blasmusi und ich bin halt auch dabei. Wie schauen wir aus am Stammtisch? Das ist noch was. So, ja, ich jetzt frage euch mal, wie es euch so geht, weil die Situation die letzten Monate war ja nicht so einfach. Erzähl jetzt mal, was habt ihr so gemacht die letzten Monate und Wochen? Ski gefahren. Viel trainiert und die Zeit genutzt, wo man nicht Schule gehabt hat vor Ort. Sehr gut. Ja. Ist eigentlich auch viel Ski gefahren, aber halt bis vor 4 Wochen. Ja. Dann halt einmal blöd aufgehabt beim Rennen, aber sonst auch schon ein Jahr trainiert richtig. Ja, Schule für Blödsinn gemacht. Ja. Das zusammen in die Schule oder seid ihr im gleichen Verein? Wie ist das jetzt? Nein, wir sind zusammen in der Schule, nur der Kili geht erst in die zweite. Ah, okay. Nebenklass. Ja. Die haben noch mal nichts gemacht. Ja, ich habe mich selber weitergebildet im Bereich Körperarbeit, damit ich ihn ein bisschen unterstützen kann. Ah, cool. Sehr gut. Ich bin die ganze Zeit in Morten. Taxi fahren, Betontransporte, ja. Zwischen habe ich mal eine andere Firma gehabt, da war ich beim Grünen Kreuz tätig, aber deswegen bin ich wieder in Livorno beim Taxi fahren. Der Gerhard hat inzwischen die Kartenspielertricks von der Niki gefragt, gell? Ja, ich mit meiner Schwiegermutter immer Zwarerschnupfen üben. Also vielleicht könnten wir uns einmal treffen zum Zwarerschnupfen. Weil ich bin in Steins bei der Volkstanzgruppe dabei und da haben wir ja seit, ich weiß nicht wie lange, schon keine Tanzprobe mehr. Ich hoffe, dass das auch wieder mal losgeht. Mit dem Musikverein ist es ein bisschen leichter, ich habe ein bisschen Abstand, aber dann,
tanzen geht es ja nicht. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Was spielst du denn eigentlich, Niki? Was spielst du denn für Kartenspiele? Uno oder geht's drüber aus? Uno und Snobby, Schnapsen geht gerade noch. Bauernschnapsen. Was? Bauernschnapsen? Zu viert? Mit? Haben wir gemacht. Aber ich bin lernfähig. Ich sag's wie süß. Es dauert zwar ein bisschen, aber ich bin lernfähig. Wir kommen, das war eine Drohung. Was glaubt ihr, was die Pensionisten gemacht haben die letzten Monate? Darum wird. Wir haben Fernsehen geschaut, Skifahren. Olympia und Skifahren. Ja. Wir waren sportlich. Ja, wir couchsportlich und also fernsehsportlich oder so. Fernsehsportlich. Aber ich tue immer beim Sitzen vorm Fernseher ein bisschen Radl fahren mit den Füßen. Das ist also, Alibi. Weißt du, Alibi ist das. Achso, der Alibi-Sport. Ja. Und dann gehen wir mit dem Hund spazieren. Das war's dann. Okay. Ja, Hauptsache in Bewegung. Ja, genau. Mhm. Der Vorteil ist, vor dem Fernseher Radl fahren, da kann man eine Chips auch dazu essen. Und verfahren kann man sie auch nicht. Ja, stimmt. Ah, ja, sie nimmt verfahren. War nicht gut. Und wie schaut das Formel 1-mäßig aus? Ich habe gesehen, du verfolgst es ein bisschen. Oder ja, ist eher ein größerer Fan? Aber habe ich früher auch mehr geschaut. Ich war im letzten Sommer echt sportschaufaul, oder wie sagt man da? Ich habe mir dann die letzten drei Rennen angeschaut, war ja mega spannend. Das letzte Rennen geht sowieso in die Geschichte, braucht man nicht reden. Ja. War cool. Ich habe ganz viel geschaut, das ist halt schon länger her, gell, Michael Schumacher. Ich habe ein Autogramm für ihn daheim, habe mir damals am Einzelnen geholt. War ein mega cooles Erlebnis, den einmal in echt zu sehen. Und ich finde auch, dass es jetzt die letzten zwei Jahre oder drei Jahre wieder spannender geworden ist, das Ganze anzuschauen. Zwischenzeitlich war es doch sehr, sehr einseitig. Also es war sehr einseitig, wie Red Bull so dominiert hat, und es war dann sehr einseitig, weil Mercedes so dominiert hat. Aber jetzt die letzten zwei Saisonen war schon sehr spannend und cool. Ich war in Abu Dhabi das letzte Mal, also bin von Dubai nach Abu Dhabi gefahren, habe mir die Rennstrecken angeschaut. Ja, schon sehr, sehr cooler Sport und sehr interessanter Sport. Super, ja. Jetzt die Frage wieder mal auf Sturm bezogen, Niki. warst du eigentlich direkt einmal in der Kurve schon mal drinnen beim Spiel oder eigentlich nur immer seitwärts? Immer seitwärts. Also ich war beim Bundesheer in Graz und da sind wir eigentlich immer, wenn es möglich war, im Stadion gewesen. Und wir haben immer versucht, gleich im Anschluss der Kurve zu sitzen. Ich glaube, das ist der Simo-Sektor, gibt es das? Was da drüben gleich ist. Ach, da drin, ja. Aber richtig, nein. War ich noch nicht, aber es haben schon viele gesagt, Niki, wenn du nicht damit rein warst, dann bist du kein Stimmfan. Also ich bin irgendwann noch nicht. Das war sogar ich schon drinnen. Ich glaube, das wird, ja, ich meine, ich muss jetzt auch sagen, letztes Jahr schwierig und die Jahre davor, ich habe mit den Knie, ich kann nicht 90 Minuten durchgehend auf einem harten oder betonierten oder eisernen Untergrund stehen, muss ich sagen. Das ist nicht so wirklich möglich mit meinen Knie, also das ist ein bisschen schwierig. Und ich kann dann nicht dort sein. Und jeder ruft und springt und dann mega alles und dann bist du nicht dabei. Also ich muss mir dann noch wahrscheinlich zwei Tage Urlaub eintragen, dass meine Knie sich alles wieder regeneriert hat. Also die Einladung steht auf jeden Fall. Also wenn du mal Lust hast, den machen wir auf jeden Fall einmal. Aber wie gesagt, ich muss mir so einplanen, also ich weiß, ich habe dann zwei Tage frei und der Physiotherapeut, der was dann meinen Körper wieder auf Vordermann bringt, damit ich wieder weiter trainieren kann. Und man darf nicht vergessen, die waren zwei Bier, das muss ich dann auch trinken. Gell? Also das auf jeden ist Fall. So. Auf jeden Fall. Ich trinke ja, wenn ich im Training bin, kein Alkohol. Also das ist ja dann auch spannend, das mit zwei Bier dann schon ja, sehr interessant wird. Ich kann dir versprechen, wenn du bei uns in der Kurve drinnen stehst, wird es nicht bei ein, zwei Bier bleiben. Das befürchte ich ja, dann brauche ich eine Woche Urlaub dann noch wahrscheinlich. Nein. Also ich bin da sehr konsequent und da muss ich sagen, wie gesagt, 90 Minuten oder bist du dann schon vor dem Spiel dort und dann auch noch länger. Das muss man sich gut aussuchen, sage ich mal. Also ich kenne es bei uns dann, wenn wir Almabtrieb haben, das veranstaltet der Musikverein, und ich habe da früher immer in der Bar gearbeitet.
am Abend und das ist auch was, das geht jetzt einfach nicht mehr weg, kann einfach nicht mehr so lange stehen. Also wenn ich da 2 Stunden auf Nacht hilf, das geht, aber alles, was länger ist, das schränkt mir dann einfach im Training wieder ein, weil ich einfach immer wieder Probleme dann mit dem Knie habe danach. Deswegen, ja, wie gesagt, ich stelle mich nicht hinter das Tor und in die Kurven, weil ich nicht, wie du sagst, 1-2 Bier trinken kann und dann nicht die nächsten 2 Tage in Ruhe regenerieren kann. Also, nur mal schauen, vielleicht bringen wir es im April noch runter, oder dann ist es eher möglich, als wir dann, wenn das Konditraining wieder losgeht. Wie gesagt, ich schreibe da dann privat einmal, dann werden wir uns treffen unten einmal. Das schaffen wir, glaube ich. Ja. Lass die Nicke halt ein, wenn mal kein Spiel ist in die Kurve. Nicht so lang, nur ein Bier, oder? Weil das nichts? Ist nicht so anstrengend. Spiel mit dem Bier und mit dem langen Stehen. Ja, das ist natürlich der hinterlistige Tiroler hat solche Karten. Das ist, weil du auch gern dabei wärst. Ja, klar. Ich habe ihn nur nicht traut, jetzt habe ich ihn vorgeschoben. Okay. Ja, und in welcher Bar arbeitest du da? Bei Freunden aushelfen? Oder? Die Bar hat nur einmal im Jahr offen und das ist genau im Bund der Almachtrieb ist. Der ist am letzten Samstag im September. Da ist die Kuhstallbar im Hoheg. Und die haben wir jetzt eigentlich immer erst am Abend, dann um 18 Uhr sperren wir da auf. Und ja, wenn man jung ist und nichts hat, dann geht das ja alles super. Bis in der Früh ist kein Problem. Und mittlerweile bin dann ich der, der um 6 Uhr aufsperrt und um spätestens. Jetzt wieder weg. Kurze Werbeunterbrechung. Nach einem Spot gefallen. Ja. Ich denke mir oft, was passiert in solchen Momenten. Ist das jetzt das, wo sie weiterredet, weil sie es gar nicht merkt, dass sie draußen ist? Oder. Warte mal, jetzt muss ich es noch wieder reinlassen. Zack. Und das Comeback. Wir trinken mal einen Schluck. Prost, auf die Runde. Prost, Prost. Sehr zum Wohle. Prost. Ich bin ja auch fast nicht da noch trinken sollen. Passt schon. Entschuldigung. Du redest über das Bier, der Rest trinkt es schon. Ja, riecht gut. Ich bin schon wieder ein bisschen im Training, weil schon wieder nichts mehr mit Alkohol. Mhm. Niki, was machst du nächstes Wochenende? Nicht das, sondern das letzte Februarwochenende. So, die sind in der Turnau, sind die Steirischen. In der Turnau, die Steirischen, ich habe eigentlich, ich weiß nicht. Die Jungs werden sich nicht freuen. Jeden Tag was anderes. Ich glaube, du lässt es zum Essen ein. Die Steirischen, ja, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Kommt ein bisschen drauf an, ob mein Neffe das Wochenende bei der Oma bleibt oder auch Rom ist. Weil er hat gestern Geburtstag gehabt und hat sich zum Geburtstag gewünscht, dass ich endlich am Skifahren gehe mit ihm, weil ich draußen mir gar nicht sagen, ich war noch nie Skifahren mit ihm. Das geht nicht gut, da. Ich weiß nicht, ob der so Freitag noch mal 1,5 Stunden wo hinfahren. Aber überlegt es mal, was sind die Rennen, Samstag und Sonntag? Ja, Samstag und Sonntag. Immer auch Rennen. Wann ist Start? Um die Zähne herum. Auf Skizeit ist drinnen. Okay, schau ich mal an. Überlege ich mir noch. Dann konnte ich am Sonntag weiterfahren jetzt zum Fußballspiel gegen Hartberg. Das war eine gute Idee. Ja. Das schauen wir uns an. ich überlege es mal. Es war schon unwahrscheinlicher, sagen wir so. Also so wahrscheinlich wie jetzt war es noch nie. Richtig. Nein, ich hätte eigentlich zuerst am Donnerstag und Freitag einen Termin in Graz gehabt. Dann hätte ich es am Samstag ja mitgenommen, aber die haben es halt abgesagt, deswegen weiß ich nicht genau. Aber ja, ich versuche gerne alles unter einer Runde unterzubringen, dass ich nicht 5-mal auf dem Rad fahre. Doch, jetzt mal 1,5 Stunden. Also. Aber das ist eine gute Überlegung mit dem Fußballspiel dann. Wie war das mit der Kurve? Ah, da reden wir nochmal. Ja. Und dann in der Früh ja, Skifahren schauen, auf noch Fußball schauen. Dazwischen noch irgendwie eine Idee. Ein Glas Bier. Das liegt noch im Stadion. Essen, geil. Essen, ja, das ist eine gute Idee. Ja, das war mal noch ein Glas. Gehst mit mir mal mit dem Hund spazieren. Das ist gut für die Wärme. Wo bist du in Tirol daheim? Na, jetzt sind wir in Niederösterreich zurzeit. Jetzt in Niederösterreich? Nicht so weit weg jetzt. Ja, das ist relativ, das Niederösterreich ist groß. Ja, okay. Wo in Niederösterreich?
In der Nähe von Baden. Na gut, das Baden ist echt nicht so weit, das sind 2 Stunden. Ja, ist nicht so weit. Am Samstag ist Startzeit um 10 Uhr. Ah ja, okay. Und Sonntag? Na, dann treffen wir uns dort beim Start. Sonntag, wenn es da alles sind, gell? Meistens. Ja, ja. Die Logik habe ich auch noch nicht verstanden, weil ihr müsst wissen, vom Slalom sind 2 Durchgänge, bei den Kindern ist ein riesen A-Durchgang, ist das nicht mehr so? Nein, ja, jetzt sind, also, es sind letztens in der Gal war A-Durchgang und jetzt ist A-Rennen am Tag, deswegen sind 2 Durchgänge überall. Okay. Und Sonntag ist auch um 10 Uhr Startzeit. Okay. Ja, das sollte irgendwie unter Dach und Fach bringen, dass ich da an für die 2 Tage vorbei. Ich werde mich bemühen. Ich verspreche es nicht ganz sicher, aber ich bemühe mich. Wo ist denn ein kleiner Bruder aufgefahren? Auffeiern aufgefahren. Ja, war gut. Ja. Mit Druck hätte ich die Daumen. Du weißt, dass am welchen Tag sie kommen, gell? Ja. Die Renate weiß ich Bescheid, wann was ist. Ja. Die Götzl. Ja. Also die mehr anrufen. Ja, die weiß ich, wo ich Bescheid, wann was ist. Die ist ja die Präsidentin vom Steirischen Verband. Was da jetzt telefoniert werden muss in den nächsten Tag, bis das alles terminisiert ist. Das alles so passt, ja. Dass ja nichts schiefläuft. Okay. Sonst will gar nichts schieflaufen. Also. Nein, das stimmt. Ich würde sagen, ich verspreche nichts, aber ich bemühe mich, dass ich irgendwie das so zusammenfasse, dass ich da einen Tag vorbeikomme. Und ihr Dirndl fahrt ja mit, die Ältere. Ich weiß, die Lara. Mhm. Ich glaube, jetzt sind wir weltweit bald alle Namen sind heute einmal genannt worden, oder? Also ich glaube, ich habe jeden Namen schon mindestens einmal gehört. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Also möchtet ihr noch irgendwas wissen? Ja, Niki, wann sehen wir dich wieder beim Rennen fahren? Ja, ich hoffe, nächstes Jahr liegt Quiz. Wäre der Plan. Also für heuer ist fertig. Okay. Ich hoffe, dass ich jetzt Anfang März mit dem Konditraining anfangen kann. Bis jetzt ist es so, dass wir es noch nicht ganz im Griff haben, das Problem, was ich habe. Also meine Knie geht es gut, es ist ein muskuläres Problem, was ich habe. Wir haben verschiedenste Sachen und Varianten schon ausprobiert. Ich habe immer das Gefühl, im ersten Moment ist es besser und am nächsten Tag auch noch. Und nach 2 Tagen ist es wieder gleich, wie es schon war. Wir sind noch ein bisschen auf Ursachenforschung, sage ich mal. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es jetzt die nächsten 2 Wochen hinkriegen, dass ich dann im März mit Konditraining anfangen kann. Also ich muss sagen, ich bin schon froh, Radfahren und klassisch Langlaufen ist so mit dem, was zurzeit funktioniert. Jetzt habe ich letzte Woche extra zum Langlaufen angefangen, damit ich irgendwas dran kann, ja. Und ich hoffe, dass ich dann in die Kraftkammer gehen kann, weil wir hätten geplant, dass ich im April dann noch einmal Skifahren gehe, Riesentorlauf trainieren auf leichtem Gelände, einfach wieder um das Skigefühl aufzubauen, damit ich nicht wieder 9 Monate nicht auf die Ski stehe. Also vielleicht dann noch ein bisschen Speed trainieren und das bis Ende April. Ja, und dann im Mai geht das Kundetraining los, wie wir schon mal besprochen haben. So wäre mal der Plan, wie wir, mein Team und ich uns das so vorgestellt haben. Dann wünschen wir dir alles Gute, dass deine Pläne auch funktionieren. Und wir freuen uns mit dir dann, wenn es wieder geht. Gell? Okay? Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Von mir auch. Gut. Ich drücke dir die Daumen, dass das so funktioniert. Ja, wir geben alles dafür. Nicht nur ich, sondern auch andere Leute, die uns mir da helfen. Dann ist das ja nicht machbar. Also ich habe echt ein großartiges, wahnsinnig tolles Team um mich herum, die was nicht nur in eine berufliche Zeit da reinstecken, sondern auch sehr viel private Zeit. Und da ist ein bisschen wie Familie war jetzt die letzten 14 Monate. Also es war schon sehr intensiv und ich bin da jeden Einzelnen sehr, sehr dankbar, was wir für mich gemacht haben. Also auch nicht nur, was das Sportliche betroffen hat, sondern auch immer für mich da sein und ja, auch unglaublich, was die, wir sagen immer, die Hidden Champions, also die, was hinter uns stehen, hinter uns Athleten, sind halt sehr, sehr viele Leute und ich bin da. Das Team ist sehr groß geworden letztes Jahr und da bin ich sehr dankbar, jedem, der mich da so unterstützt hat. Und auch jetzt, also für mich war es natürlich eine schwierige Situation, wie ich jetzt nicht mehr vorne können, weil es hat man einfach für die Leute auch lauter und jeder hat gesagt, Niki, das geht's nicht.
ist es egal, ob du noch mehr Rennen fährst, uns ist es egal, ob du auf Skirennen klingen wirst. Uns war wichtig, dass du wieder gehen kannst, dass du ein normales Leben führen kannst. Und das ist, ja, das ist nicht selbstverständlich, dass da jeder so sich so als Zeit hat, wie dir das gut kann. Das wird dir auch liegen, ja? Dass das so ein Teil zu tun ist. Ja, das ist gemeinsam. Ist halt. Ich hätte vielleicht nur so eine Frage nebenbei. Setzt du eigentlich nur auf Schulmedizin oder auch alternative Dinge? Weil ich habe mich nämlich jetzt da eben vor allem in der DCM spezialisiert mit der Ernährung und auch mit der Körperarbeit und bin auf sehr viele Dinge draufgekommen, auch weil ich sehr gesundheitlich angeschlagen bin und habe damit sehr viel lösen können. Ja, na, also ich habe da ein bisschen, ich sage immer Guru zu ihm. ja, habe da schon sehr spezielle Zugänge. Also ganz natürlich, es gibt die Medizin und es gibt aber noch sehr, sehr viel mehr. Also, wie gesagt, meine Ärzte haben gesagt, dass gewisse Sachen werden nie mehr funktionieren und wird nicht gehen. Ein Knochen dauert normal 6 bis 8 Wochen, bis er ausgeheilt ist. Und ich habe noch 5 Wochen mir ein CT erdiskutiert, erstritten würde ich nicht sagen, aber erdiskutiert. Weil ich natürlich unbedingt meine Kreuzbandel so früh wie möglich haben wollte. Und das geht halt nur, wenn der Knochen wieder fest ist. Ich habe ein Loch gehabt im Knochen. Und da musst du genau das Kreuzband durchziehen. Und sie haben gesagt, Niki, was willst du sehen? Ich habe gesagt, mein Knochen ist fertig. Und sie haben gesagt, ein Knochen ist nach 5 Wochen nicht fertig. Ich sage, doch, mein Knochen ist fertig. Und das CD, es ist wirklich sehr schön gewesen. Ich habe es dann nur ganz kurz gesehen, weil sie haben es mir dann nicht mehr gezeigt, aber ich habe gesehen, dass es fertig ist. Also mein Knochen ist sehr, sehr schnell gewachsen. Und wie du sagst, da gibt es sehr viele Zugänge, sehr viel, wo man mit Energiearbeit arbeiten kann. Und finde ich auf jeden Fall ganz wichtig. Aber man muss dafür bereit sein, dafür offen sein. Es passieren sehr viele crazy Sachen dabei. Oh ja. Es ist nicht alles erklärbar im Leben, man muss es einfach annehmen, dankbar sein und ja, das Beste draus machen und einfach manchmal passieren lassen. Aber wie gesagt, es gibt immer beide Seiten. Viele, viele Leute wollen das auch nicht und sagen, das ist alles nur Hokuspokus. Ja, das ist auch okay. Es gibt für jeden das Richtige, aber wie du sagst, DCM finde ich ganz interessant. Die ganzen Meridiane und so. Ja, ich glaube auch, dass das was hilft, ja. Ich glaube, dass eine Mischung ist aus beiden. Also die Schulmedizin ist sehr gut, aber es gibt halt wirklich Erfahrungen, wo man sagt, also wo immer oft sagt, denke ich mal, das hat im 17. Jahrhundert wer geschrieben und heute haben wir immer gleich und so ist es halt einfach nicht. Es gibt einfach und jeder Mensch, jeder Körper ist anders. Wie du sagst, mit Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Kann man auch sehr, sehr viel machen und sehr viel auswählen. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass du in jede Richtung ein bisschen was ausprobierst, dir anschaust, was für dich passt und dann ist auch jeder dabei. Ja, eben, jeder findet seine eigene Linie dann. Ja. Ich hätte so einen Leibelspruch, so wenn es hilft, hilft es, gell? Also da muss es nicht immer, nein, da bin ich bei der Niki, es muss nicht immer erklärbar sein, aber wenn es hilft, dann geht es nicht darum, dass man... Wenn es nicht schaut, hilft es halt dann manchmal. Und wenn es nicht hilft, hilft es nicht, ne? Ja. Das ist jetzt ihr berühmte Zaubertricknummer, nämlich Schupper. Jetzt kommt die Flasche ins Zentrum, die Werbung. Da ist sie noch zu sehen. Also. Die Trinkflasche ist jetzt da, die Werbung. Ja. Jetzt ausgemacht. Niki in a Bottle. Habt ihr aber alle was getrunken, oder? Ja, sie hat uns schon natürlich. Sehr toll, gell? Ja. Niki, aber sie hat recht, wir könnten wirklich einen Schluck trinken. Ja, also Prost, wir machen dabei. Prost, Prost. Auf die Zukunft. Wir trinken auf die Niki, wenn sie auf nicht da Niki. Ist. Prost, Niki. Mach nicht rot sein, wenn du uns nicht siehst, dass wir alle trinken. Prost. Prost, Prost. Sei gesund. Ich halte mir das bunte Gammeln auf für Sonntag. Ich weiß ja nicht, es ist jetzt gefühlt so ein Moment, wo ich mir denke, bei Beziehungen ist es so, wenn sie am Ende sind, sage ich immer, soll man es nicht künstlich in die Länge ziehen, weil dann ist halt einfach vorbei. In dem Fall ist es jetzt nicht wirklich eine Beziehung, sondern ja logischerweise unser Stammtisch und ich wage mich einmal langsam diesen einen Schritt nach vorne und sage, wenn es nichts mehr gibt und trotzdem stelle ich noch die Frage, gibt es noch was? Außer Durst? Danken wollen wir uns für deine Zeit. Und das war sehr interessant. Und ja,
freut uns, dass wir dabei sein durften. Ja, ganz von Herzen. Und eben alles Gute. Alles Gute von uns. Danke, es hat mir auch sehr gefallen. Eine coole Runde. Okay. Ja, alles Gute und hat mir auch gefreut. Es ist sehr, sehr interessant gewesen. Hat es irgendwen nicht gefreut? Denkt sich irgendwer mal, was hätte in der Stunde zu machen können? Das kann man sich nicht vorstellen, dass irgendwen nicht gefreut hätte, oder? Nein, das ist ja eine Frage, wo man uns das keine Antwort gibt. Das war sehr ruhig. Nina, der erste, mir war sehr ruhig. Ich höre lieber gern zu. Man muss sich einfach langsam einen Einblick verschaffen. Dann möchte ich mich auch nochmal bedanken für die coole Runde, war echt lässig. Ich finde, wenn alles besprochen ist, dann hätte ich gesagt, Herr Ober, zahlen bitte, der Stammtisch löst sich für heute auf. Geht übrigens alles auf die Antenne Steiermark, also die Rechnung, die Runde geht auf uns. Prost, Prost. Prost. Okay. Ja, Prost. Danke. 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 Euch. Ciao. 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 Tschüss. Baba, grüß euch. Baba. Servus. Alles Gute. Ciao. Antenne Steiermark.